Liebe Geschwister, wir begrüßen euch im Namen Joshua. Ich bin heute wieder mal nicht alleine, was auch gut so ist. Und zwar habe ich hier zu meiner rechten, eurer linken Seite den Bruder Carlo und zu meiner linken, für euch rechts, die Schwester Nicole. Hallo Schwester Nicole. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, wie geht's dir? Gut. Carlo, wie geht's dir? Dank dem Herrn geht's mir auch gut. Amen, amen. Und zwar wollen wir natürlich den Namen, wie der über allen Namen steht, der schönste Name, der Name, der rettet, der Name, der löst, und zwar Joshua, auch hier wieder mal erheben. Amen. 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 Ja, sag mal, Carlo, wie bist du zum Herrn gekommen? Also, den Herrn habe ich kennenlernen dürfen. Etwa vor 11 Jahren. Ich hatte große Sehnsucht in meinem Herzen nach Liebe, nach etwas, was meinem Herzen stillt, weil es war ein großes Vakuum in meinem Herzen. Und so habe ich, wie viele, dieses Vakuum füllen lassen mit der Welt. Also sprich, ich habe versucht, Beziehungen mit Frauen einzugehen. Ich habe versucht, das Glück in allen Dingen möglich, die es hier auf der Welt gibt, zu füllen. Aber umso mehr ich davon Geschmack genommen habe, umso leerer wurde ich immer und immer kaputter wurde ich. Und der Herr hatte Gnade mit mir, weil er wusste, ich bin auf der Suche nach etwas. Und er sandte mir, also heute sind es Geschwister, aber seine Kinder, die mir von ihm erzählten, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass Jesus mich liebt. Und so bin ich das erste Mal so in Kontakt gekommen mit dem Namen Jesus, obwohl ich aus einem katholischen Hintergrund komme. Und so quasi den richtigen Jesus aus der Bibel kennenlernen durfte, der für meine Sünden bezahlt hat, der mich liebt und der wirklich lebt, weil es gibt viele Jesusse, die gepredigt werden, aber es gibt nur einen wahren Jesus und den finden wir in der Bibel. Und so habe ich auch angefangen, die Bibel zu lesen. Und eines, was mich getroffen hat, das war, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das dritte war, wer bittet, dem wird gegeben. Genau. Amen. Dankeschön, Schwester. Habe ich gesagt, okay, wenn das wirklich jetzt stimmt, so möchte ich den Herrn suchen, weil er wird sich dann von mir finden lassen. Und es ist wirklich wahr, ich habe mal nur eine Gemeinde gehört und ich habe angefangen, diese Gemeinde zu besuchen und ich kannte aber die ganzen Leute nicht. Und der Herr hat mir ist mir ganz persönlich auch begegnet, weil er redet zu unseren Herzen, er weiß, wie er jeden Einzelnen persönlich ruft, weil der Ruf kommt immer vom Herrn und nicht von den Menschen. Wir müssen nur hören auf seine Stimme. Und genau, und als ich dann auch also den Herrn in meinem Leben hineingelassen habe, in meinem Herzen, lief nicht immer alles gleich perfekt, sondern ich habe dennoch Fehler gemacht. Ich habe viele Dinge getan in meinem Leben, die dem Herrn traurig gemacht haben, die ihn verletzt haben. Dinge, wo er geweint hat, weil er hat mich erlöst, damit ich quasi abgesondert werde. Aber immer wieder hat mich die Welt immer wieder versucht zurückzuziehen. Aber durch diesen ganzen Weg der Wüste ist er treu, er bleibt treu. Und wie das Volk Israel doch noch ins Land Kanaan kam, so darf ich jetzt heute hier stehen und ihn bezeugen
von seinen Wundertaten, die er in meinem Leben getan hat. Er hat mich niemals losgelassen. Er hat nie aufgegeben, mich zu lieben. Und ich möchte auch dich ermutigen, liebe Schwester, lieber Bruder, vielleicht auch dich, der du das erste Mal jetzt hier zuschaust. Es gibt einen Gott und dessen Namen ist Jesus. Dieser Name steht über allen Namen. Gott ist viel näher, als du denkst. Es reicht ein Gebet, ein Gebet des Herzens, ein Gebet, wo des Weinens, ein Gebet, wo du dein Herz öffnest. Tu ab alle Religiosität, tu ab alle Rituale von Gebeten, die du vielleicht gelernt hast in deiner Vergangenheit durch eine Religiosität. Du musst vielleicht 5-mal beten oder jetzt musst du das Gebetsbuch aufschlagen und dieses und jenes Gebet nachsprechen. Nein, Gott erhört das Gebet des Herzens. Schreie zum Herrn, tu Buße, sag: Herr, vergib mir für meine Sünden, komm in mein Leben, erneuere mich, gib mir ein neues Leben, ich will dir folgen. Und der Herr wird in dein Leben kommen, wie er auch in meinem Leben gekommen ist. Und ich wünsche dir Gottes Segen und dass Gott auch seine Geschichte mit dir schreiben kann. Genau, ich komme kurz dazwischen. Im Prinzip hast du gesagt, du warst früher in der katholischen Religion. Und dann hast du dem Herrn, also der Herr hat dich in dir offenbart. Wie war das? Wo warst du wo warst du? Kannst du dich erinnern, wo du warst an dem Tag? Also zwar war ich namentlich katholisch, ich habe, wie viele Katholiken, gewisse Sakramente aus Pflicht vor den Eltern gemacht, wie Firmung, Kommunion. Aber ich wusste, als ich diese Orte besucht habe, dass der Tod dort war. Der Tod ist wortwörtlich in der katholischen Kirche. Und ich wusste, da finde ich Gott nicht. Erst später, als ich quasi meine Erfahrung gesammelt habe in der Welt, ist mir Gott begegnet. Also das war eine Gemeinde, aber es war auch das Schlafzimmer meiner Eltern, wo ein Bild hing. Man soll keine Bilder quasi sagen, das ist Jesus, ja. Aber ich wusste, dass, weil er hatte einen Dornenkranz und ich wusste, es bezieht sich auf Jesus. Und so habe ich von dem Inneren meines Herzens geweint und habe gesagt: Jesus, wenn es dich wirklich gibt, offenbare dich mir. Und so ist mir Gott begegnet. Also warst du im Prinzip in deinem Schlafzimmer? Ich war immer in dem Schlafzimmer meiner Eltern. Okay, das ist sehr interessant. Wir halten das fest. Und einfach nur zu betonen, er hat selbst gesagt, nicht dieses Bild hat ihn gerettet. Weil der Herr hat selbst gesagt, dass wir sollen keine Bilder von ihm machen. Nein. Aber er hat gesagt, er wusste, dieses Bild bezieht sich auf jemanden. Aber dieses Bild ist nicht dieser jemand. Aber er hat die wahre Person gesucht. Und hat die wahre Person angerufen. Wie Jeremia 33,3 und sagt: Rufe mich an und ich werde dir antworten. Amen. Amen. Und genau hat er dem Herrn angerufen. Und der Herr hat ihn in seinem Herzen geantwortet. Und er war in seinem Zimmer. Das finde ich sehr interessant. Schwester Nicole, du hast auch viele Erfahrungen machen können mit der katholischen Religion. Wie bist du da rausgekommen? Weil er hat gesagt, das ist der Tod. Wie bist du aus dem Tod rausgekommen? Also, bei mir ist es so, dass ich aus dem Katholischen schrittweise gegangen bin. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt genau an dem Tag, an diesem Ort, wo dies alles passiert ist, sondern es war halt so, ich war als Kind, ich habe schon immer an Gott geglaubt, jetzt unabhängig von der Religion. Ich habe auch mit Gott, also heute weiß ich, er ist Elohim. Es ist auch der Gott, der
im Jüdischen beschrieben wird, mit Elohim. Aber ich habe schon immer mit ihm gesprochen und ihn auch in der Natur gefunden. Aber ich war sehr im Katholischen verwurzelt. Ich komme ja auch aus dem Dorf. Da bezieht sich alles auf die katholische Kirche. Der ganze Wochenrhythmus, besonders in den Hochfesten. Ich kann mich noch gut auch erinnern, als ich als Kind immer in der Kirchenbank vorne gesessen bin. Wir mussten ja jeden Sonntag in die Kirche gemeinsam gehen und weh, wir waren nicht brav als Kinder, da haben hinten die Eltern vorgeschaut und dann gab es Schimpfe. Aber da war dann auch so eine Jesus-Statue und ich habe irgendwie immer gedacht, ich muss mit dem reden, aber es war natürlich nur eine Statue. Also ich habe irgendwie auch nie eine Antwort bekommen auf meine Fragen, die ich dem gestellt habe. Aber es war schon immer so ein Verlangen da. Und du hast vorher was gesagt, und zwar dieses Suchen. Also ich denke, diese Suche war bei mir auch vorhanden. Und dann hast du noch was anderes ganz Wichtiges gesagt, und zwar der Ruf. Mhm. Weil in der Bibel steht ja auch, Jesus hat selbst gesagt, niemand kann zu mir kommen, außer wenn der Vater ihn zieht. Mhm. Das heißt, dieses Suchen, dass man ja was anderes verlangt, dass man irgendwie denkt, Mensch, mein Horizont ist begrenzt, ich will mehr erfahren. Das kommt daher, weil der Herr selber diese Sehnsucht ins Herz legt. Und ich bin dann einen Weg gegangen, auch während ich im Studium war. Ich habe mich mit esoterischen Sachen beschäftigt. Ich habe so diese Edelsteine, wo man jedem Stein so eine Bedeutung beimisst, die habe ich getragen als Kette und was weiß ich alles. Bachblüten mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das habe ich alles ausprobiert, aber irgendwo hat es nicht zu einer Befriedigung geführt, beziehungsweise das ist ja alles was man auch mit Geld kaufen muss und wo man auch seinen Geldbeutel leert für diese Sachen. Genau, ich bin dann auch mal für ein halbes Jahr nach Afrika gegangen und da habe ich das erste Mal erlebt, dass es Menschen gibt, die auch aktiv die Bibel lesen. Das war für mich als Katholikin eigentlich etwas fremd. Na gut, man musste die Bibel lesen jetzt nur, wenn man ein Theologiestudium machte oder sowas, aber so, dass man jetzt da mal in der Kirche die Bibel aufschlägt und mal guckt, steht das da alles drin, was der da erzählt? Das war ich ja nicht gewohnt und sowas habe ich das erste Mal in Afrika erfahren, muss ich sagen. Da, wo ich dann bewusst angefangen habe, ja, nachzuschlagen, auch Psalmen zu lesen. Genau, und so habe ich nach und nach die Bibel gelesen. Ich konnte mich damals aber eigentlich noch nicht so wirklich als Christin bezeichnen. Also vom jetzigen Standpunkt aus war ich damals noch nicht Christin. Also nicht bekehrt, nicht so, dass ich nach dem Gebot Elohims leben wollte. Das, du warst es nicht. Nein. Aber was warst du dann? Wie kannst du es dann nennen, was du warst? Wie würde man das denn nennen? Weil viele Personen befinden sich aktuell in der Situation und würden sagen, wow, die Schwester schockiert mich aber, weil ich habe gedacht, ich wäre Christ. Ich war eine suchende religiöse Person. Mhm, okay. So würde ich mich jetzt spontan bezeichnen. Mhm. Eine religiöse Person, genau. Immer noch sehr an Riten festhalten. Ich habe dann auch gewisse Leute getroffen, so wie du vorher auch erzählt hast, was man eigentlich nicht tun sollte, dass man ganz gesetzliche Zeiten unbedingt einhalten muss. Also ich habe Leute getroffen, die sagen, ja, wenn du fastest, dann musst du da in der Früh dieses Gebet machen und dann Mittag kommt dann wieder ein anderes Gebet und am Abend wieder und das muss dann genau so und so viele Tage sein. Also das habe ich alles ausprobiert. Das war eigentlich dann schon
das ging dann schon über das Katholische hinaus. Das war dann nicht katholisch, aber das waren auch, muss man sagen, irgendwelche herbeigeholten Dogmen oder Lehren. Ich habe das einfach halt dann mitgemacht, weil ich eben auf der Suche war. Und man im Laufe der Zeit erlebt man ja einiges im Leben. Im Laufe der Zeit erlebt man ja einige Niederschläge, einige Sachen, die sehr wehtun im Herzen. Und also ich würde jetzt mal sagen, ich habe Jesus, Jeschua gefunden, weil ich Herzensheilung suchte. Amen. Weil ich ihn, ja, weil ich jemanden gesucht habe, der mich kennt, und ich wusste, er kennt mich in- und auswendig. Ich habe Fehler, ich habe positive Seiten, und er kennt das alles. Er kennt mich so. Und er ist der Einzige, der mein Herz irgendwie heilen kann, der mich auch trösten kann und bei dem ich auch weiß, dass er mir vergeben kann für die Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und es war schon einiges. Also ich hatte ja mehrere Freunde und was weiß ich alles. Habe auch in Unzucht gelebt. Aber das alles hat nicht befriedigt. Also das war eigentlich immer nur so eine Suche nach Befriedigung, eine Suche nach jemandem, der mich total versteht. Genau. Und bei Jeschua konnte ich das finden. Das Vollkommene. Möchte ich gerne mit ihm weitergehen. Amen. Also das ist diese Vollkommenheit. Die uns, also im Prinzip habt ihr beide von einer Lehre gesprochen, genau, die da war, trotz die vielen Dinge, die man benutzt hat, gesucht hat, also um diese Lehre zu füllen, hat es uns nicht füllen können. Bei mir war es nicht anders. Wir reden von selben, das sind dieselben Sachen, die Menschen machen, von Generation zu Generation. Egal wie alt wir sind. Ich habe auch Unzucht betrieben. Drogen, Alkohol und alles Mögliche, nach Geld gesucht und nach Reichtum, diese Dinge. Aber diese Sachen haben mich nicht erfüllt und nicht erfüllen können, Carlo. Weil wir sind, der Mensch ist zerstört worden, der Mensch ist kaputt, der Mensch ist fehlerhaft geworden durch die Sünde. Und wenn, ja, beispielsweise, wenn du ein Auto fährst, reden wir jetzt zum Beispiel vom BMW, und dein Auto hat einen Schaden, würdest du es automatisch, wo würdest du es hinbringen? Würdest du es nicht zu Audi bringen, würdest du es zum Hersteller bringen? Amen? Amen? Und wir wurden doch von jemandem erfunden, gemacht. Von wem? Von Jeschua. Und die Konsequenzen, oder beziehungsweise durch die Sünde, wurden wir zerstört. Durch die Sünde wurden wir fehlerhaft. Amen? Wir können das zum Beispiel schauen. Wo sollen wir das schauen? Wir können zum Beispiel schauen, dass im Prinzip wurden wir zerstört durch die Dinge dieser Welt. Wurden wir zerstört durch die Sünde, durch die Dinge, die wir erlebt haben. Wir dachten, das befriedigt uns, aber es hat uns umso mehr kaputt gemacht. Umso mehr in die Tiefe reingebracht. Umso mehr in dieses Loch reingebracht. Aber es hat uns nicht erfüllt. Wie ich davon gesprochen habe, wir wurden von jemandem erfunden. Er hat gesagt, lasst uns den Menschen machen nach unserem Ebenbild. Der Mensch wurde gemacht nach dem Ebenbild von Elohim und von ihm. Also im Prinzip müssen wir zurück zu ihm kommen, damit er uns reparieren kann. Halleluja. Amen. Und das ist die Arbeit der Gemeinde, das ist die Arbeit der fünf Dienste, die wir sehen, zum Beispiel in der Bibel, die sind da für das Katechismus. Sagt es jetzt was? Sagt es jeder was, das Wort? Katechismus. Ja. Katechismus. Katechismus. Ja. Nein. Wir schauen das. Und zwar Epheser. Kein Problem. So sieht's aus. Epheser 4, ab Vers 11. Willst du lesen, Carlo? Vers 5? Vers 11. Ach so. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten,
etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das Haupt ist wer? Christus. Ist es der Papst? Nein. Ist es der, der Bischof oder? Nein. Das Haupt, oder was haben die gesagt? Ja, das Haupt ist Christus. Maschia ist das Haupt. Und die fünf Dienste haben als Aufgabe im Prinzip, und man sagt hier, also sie haben die Dienste genannt, also sie haben gesagt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, also Pastor, Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen. Und das ist dieses Kathartismus. Das heißt, das, was zerstört wurde, reparieren, das, was verkrümmt wurde, wieder gerade biegen. Wodurch? Nicht durch ihre eigene Kraft, aber durch das Evangelium, das wahre Evangelium. Und das ist, wenn wir, das ist, was wir erkennen haben, was wir erkennen heute. Das Evangelium hat so viel in uns gearbeitet, so viel Zeit genommen, wieder Stück für Stück. Also jeder hat diese Periode gehabt, also die endet auch nicht. Bis zur Perfektion wird er an uns arbeiten. Aber es hat irgendwo angefangen, dass wir erkannt haben, jetzt habe ich die Nase voll, weil im Prinzip alles, was ich tue, ich drehe mich im Kreis, ich komme nicht voran. Die Welt befriedigt mich nicht, die Dinge dieser Welt befriedigt mich nicht. Ich habe diese Fülle, was meinst du, diese innere Liebe, die ist nicht da, die mich erfüllt, die mir Frieden gibt. Die ist nicht da. Und der Einzige, der uns das geben kann, ist Maschia. Was mir halt fehlt, ist, dass dieser Maschia wahrhaftig präsentiert wird. In seiner kompletten Wahrheit. Wo du hast selbst gesagt, da wurde keine Bibel gelesen, aber der Herr sagt, wir sollen dieses Wort, sollen wir nicht von unserem Mund, von unseren Lippen entfernen, von unserem Herzen entfernen. Wir sollen es meditieren, studieren, Tag und Nacht. Das ist ganz klar, die Religion rettet nicht. Keine einzige. Auch wenn man dir sagt, nein, du musst fünfmal auf den Kopf beten, das rettet nicht. Aber die Rettung finden wir im Haupt. Kopf, der Meister, Yeshua, den brauchen wir. Du hast ihn angerufen. Das heißt, der Yeshua kann reden. Der kann reden und antworten. Der kann reden und antworten. Ja. Aha, du hast ihn auch angerufen. Ja. Und er hat auch geantwortet. Er antwortet immer. Also er ist nicht eine Statue, die einfach da so uns anschaut und nichts tun kann. Weil er ist lebendig. Ja. Er ist auch kein Bild, denn er ist lebendig. Amen. Der Herr ist lebendig. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wie der Bruder sagte, oder wie das Wort sagte, sucht. Wer sucht, der findet. Wonach suchst du? Die Dinge der Welt, ja, die wirst du vielleicht finden, aber die werden dich nicht erfüllen. Amen. Die werden dich nicht erfüllen und du weißt es. Du lebst gerade in der Situation und du denkst, okay, ich habe schon alles gehabt, aber du wirst nicht satt davon. Wieso leiden die Leute auf dieser Welt so? Wieso? Weil viele trachten nach Geld. Aber die werden nicht satt davon. Und man sagt, dass die Liebe des Geldes die Wurzel aller Leiden sind. Warum haben wir so viele Probleme? Genau deswegen. Weil wir trachten die Dinge nach Dingen, die eigentlich uns nicht befriedigen, aber uns Probleme zubereiten. Und man sagt, die Leute, die so leben, stürzen sich selbst in den Tod. Sich selbst. Warum? Weil die Nacht zwar suchen, aber nicht nach dem Richtigen. Die suchen und suchen und suchen und suchen, aber es gibt keinen, der so ist wie Maschia. Das erinnert mich an das Lied. Ich suche, suche, keiner, keiner. Ich dreh mich, keiner. Ich suche, suche. Es gibt wirklich keinen wie ihn. Es gibt keinen wie Maschia. Amen. Amen. Loben wir Maschia. Würdest du sagen? Prinzipiell ist,
ist es ja so, wenn man nach irgendetwas verlangt, mhm, oder Sehnsucht nach was hat, und dann bekommt man diese Sache, mhm, dann ist man eine Zeit lang befriedigt, aber dann verlangt man nach mehr. Mhm. Dann möchte man auch mehr. Mhm. Das ist so in der Welt, wenn man immer mehr Geld will oder keine Ahnung. Letztes Jahr habe ich mir eine neue Couchgarnitur gekauft. Jetzt muss es noch ein toller Sessel sein. Ich sage nicht, dass man solche Dinge nicht kaufen kann. Nee, das ist nicht die Botschaft. Aber man muss irgendwann sich dann mal wieder erinnern, was ist wichtig? Ist es jetzt wichtig, dass ich meine ganzen Gedanken und meine Energie in solche materiellen Dinge reinstecke? Weil auf diese Schiene kommt man auch leicht wieder. Und da hilft nur Gott raus, da hilft Elohim raus aus dieser Schiene. Und wenn man nach ihm verlangt, das ist im Geistlichen auch so, wenn man nach ihm verlangt, dann möchte man irgendwann auch mehr. Man möchte mehr davon. Zumindest soll das bei einem gesunden Glauben so sein. Wir befriedigen uns auch im Glauben oft mit dem, was wir erreicht haben. Ja? Wir sagen, okay, ich habe jetzt Jesus in meinem Leben oder ich bin in dieser oder jener Gemeinde, da kann ich mich jetzt ausruhen. Wenn es aber darum geht, auf deinem Bankkonto noch mehr zu haben, da gibst du keine Ruhe. Aber wenn es darum geht, um Jesus und die Sache des Glaubens, da geben wir sehr schnell Ruhe. Und es muss sich umdrehen. Wir müssen ein bisschen zufriedener oder viel zufriedener werden mit den Dingen, die uns die Welt bietet oder was wir haben. Dankbarer und zufriedener sein. Ich kenne jemanden, der sagt mir immer, wir sollen dankbar sein. Wir sollen dankbar sein und uns zufrieden geben mit dem, was wir haben. Aber wenn man mit Jeschua ist, dann soll man auch mehr verlangen nach dem, was er gibt. Also da müssen wir uns ändern. Also nach den Dingen trachten, jagen, bis wir es finden. Im Prinzip, wolltest du was dazu zufügen? Also ich wollte noch etwas näher im Detail gehen für diejenigen, die auch in so einem Umfeld aufgewachsen sind, wie ich und Nicole, im Katholischen. Weil als Kinder Gottes müssen wir auch die Werke des Teufels demaskieren, müssen die Wahrheit sagen, weil nur die Wahrheit Gottes macht den Menschen frei. Wenn du noch ein katholisch geprägter Mensch noch bist und denkst, dass dies der Gott der Bibel ist, dann möchte ich dir sagen, dass dieser Jesus, den die katholische Kirche verkündigt, nicht der Jesus ist, der aus der Bibel. Weil der Jesus der katholischen Kirche, das sieht ja auch, dass der Jesus immer dort am Kreuz noch hängt. Das bedeutet, in der Auffassung der Sakramente der katholischen Kirche und der Auffassung, dass Jesus Christus nicht für alle Sünden der Menschen gestorben ist. Und es ist eine ganz, ganz, ganz große Lüge des Teufels, wo den Menschen gefangen hält, wo niemals er frei werden kann. Und es gab das Römische Reich und wir wissen auch, dass in der Vergangenheit auch Ablassbriefe verkauft wurden zur Sündenvergebung, aber der römische Geist herrscht immer noch, auch heute. Er ist nur anders verkleidet. Deshalb spricht die Bibel auch von, dass der Teufel sich kleidet wie als ein Engel, ja, als ein Engel des Lichts. Und der Gott der Bibel, Jesus, spricht in Johannes Kapitel 19, in Vers 30, es ist vollbracht. Mhm. Es heißt, er hat, also alles ist bezahlt. Mhm. Ja? Alle Schuld der Menschen
hat Jesus getragen und er hat bezahlt, damit der Mensch frei sein kann. Es entsteht ein Tausch, ja, der Gerechte für die Ungerechten, ja. Der, der keine Sünde kannte, hat unsere Sünden auf sich genommen. Und für alle die Geschwister, die sich vielleicht verbünden mit sogenannten charismatischen Katholiken, möchte ich ermahnen und sagen, haltet Abstand, denn Licht und Finsternis können keine Gemeinschaft haben. Und ich möchte auch sagen, dass diese Ökumene, die sich in der heutigen Zeit immer mehr auch im evangelischen Gemeinden hineinschleicht, vom Teufel ist, denn die einzigste Lehre, die gesunde Lehre finden wir im Wort Gottes, in der Bibel. Und wir können nicht annehmen Sakramente, die einer anderen Quelle entspringen. Ja? Das möchte ich auch nochmal sagen. Also an alle Geschwister, die vielleicht Katholiken als Brüder oder Schwester bezeichnen, nein. Es gibt entweder nur Kinder Gottes oder es gibt Kinder der Finsternis. Ja? Kinder, die zwar Geschöpfe sind, Geschöpfe Gottes, ja? Aber die noch nicht Kinder Gottes sind. Und Kinder Gottes werden wir nur, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir quasi das Geschenk Gottes annehmen, okay. Wenn wir quasi verstehen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, der für meine Schuld gestorben ist. Dort beginnt das christliche, der Weg eines Christen fängt am Kreuz an. Genau. Und dann in der Nachfolge. Amen. Ich möchte auch noch was dazu sagen, zu dem Katholischen. Und zwar, es gibt viele Katholiken, die es ernst meinen. Also die tun das aus, wie soll ich sagen, vom Herzen aus. Sie denken, Gott hat Wohlgefallen an dem, was sie tun. Aber irgendwann ist ein Mensch vor der Entscheidung, möchte ich dem nachgehen, was eine Institution mir präsentiert, möchte ich da drinnen bleiben und möchte ich meine Energie da reinstecken, oder ist die Bibel die Grundlage, auf der ich mein Leben aufbauen möchte und meinen Glauben? Wenn jemand Theologie studiert, der hat 4 Zweige zu absolvieren, katholische Theologie. Zumindest ist das, was ich weiß. Der erste Zweig ist die biblische Theologie. Der zweite Zweig ist die dogmatische Theologie. Der dritte Zweig ist die soziale Theologie. Und der vierte Zweig ist die praktische Theologie. Das heißt, wie lehre ich diese Theologie? Und da sieht man jetzt schon mal, wenn jetzt jemand so etwas studiert, oder sagt, ich bin fester Katholik, ich bin Christ. Irgendwas passt nicht zusammen, weil Christsein beruht eigentlich auf der Schrift, auf der Bibel. Aber die Bibel macht nur einen von 4 Teilen aus bei diesem Studium. Also irgendwann steht jeder vor der Entscheidung, möchte ich meinen Glauben auf Grundlage der Bibel leben? Oder möchte ich meinen, ist ja auch ein Glaube, auf Grundlage dessen leben, was eine Institution überliefert hat, was Menschen erfunden haben. Und da bauen sie dann natürlich sozusagen zu einem Viertel noch dieses Wort Gottes mit ein. Also irgendwann steht jeder vor dieser Entscheidung. Jeder Katholik. Genau. Und haben die Jünger in der Bibel das auch gemacht? Haben die auch Theologie studieren müssen? Die waren beim Fischen beispielsweise und Jeschua hat gesagt, kommt und folgt mir nach, und dann sind die gegangen. Okay. Eine andere Frage, Carlo. Gab es kein Examen. Amen. Im Prinzip sprechen wir auch mit der Zeit von vor Christus und nach Christus. Also Christus ist
ist immer präsent. Halleluja. Amen. Der Herr hat sich an Moses offenbart, ich bin der Ich Bin. Also der Prinzip wird uns auch, die Zeit lehrt uns sogar, dass der Jeschua der Ich Bin ist, weil er ist in der Mitte. Halleluja. Und die Bibel wird auch von Jeschua geredet, in der katholischen Gemeinde wird auch von Jeschua präsentiert. Die Frage, die ich mich immer stelle, was war Jeschua? War katholisch, evangelisch, orthodox, was war der? Nichts, liebe Geschwister. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, sagt die Bibel. Aber wir wissen, was wir kennen, den wir anbeten. Weil das Heiland kommt von Juda. Amen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir Rettung finden, sagt uns Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Nur ein einziger Name, in dem wir Rettung finden. Das ist Jeschua. Und das ist der Name, den wir angerufen haben. Das ist der Name, der erlöst. Das ist der Name, der befreit. Das ist der Name, der dir Friede geben kann. Und er hat nichts mit der Religion zu tun. Er hat nichts mit, ja, mit Sakramente und was zu tun. Amen. Amen. Er ist heilig. Und wie der Bruder sagte, in 1. Johannes Kapitel 1, ab Vers 12, glaube ich, schauen wir mal. Nicht 1. Johannes, sorry, aber Johannes 1, sorry. Johannes 1. Wir können den ganzen Kapitel 1 lesen. Ab 1, Schwester Nicole, kannst du uns helfen, bitte? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Dieses Wort, wovon wir sprechen, das ist das A und O. Und wir haben festgestellt, dass in vielen Gemeinden, nicht nur in der katholischen Gemeinde, da wo ich war, habe ich auch die Bibel nicht gelesen. Aber das ist das A und O. Der Herr offenbart sich in seinem Wort. Der Herr hat gesagt, der Mensch wird nicht nur leben durch Brot, aber auch durch jedes Wort, was aus seinem Mund rauskommt. Das ist die wahre Nahrung für unsere Seele. Das ist die wahre Nahrung, die uns erfüllt, die uns stärkt, die uns Frieden gibt. Amen. Und dieses Wort ist er selbst. Wir lesen weiter. Alles? Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Genauso wie wir auch. Wir wurden auch durch ihn erschaffen. Wir wurden durch ihn gemacht. Und durch die Sünde wurden wir deformiert, wurden wir zerstört. Und deswegen ist es die Aufgabe der Dienste, die Leute wieder den richtigen Weg zu zeigen, die Leute wieder zu reparieren. Womit? Mit diesem Wort. Das ist die Aufgabe der Dienste, das ist die Aufgabe der Pastoren, das ist die Aufgabe der Propheten, das ist die Aufgabe der Evangelisten, damit alle wieder zum Herrn zurückkommen und zur Vollkommenheit, dass sie erkennen, dass Jeschua der einzige wahre Elohim ist, durch sein Wort. Amen. Wir lesen weiter. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. In diesem Wort war das Leben und war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Genauso wie wir auch. Wir waren auch in der Finsternis. Inwiefern? Durch die Werke, die wir getan haben. So wie wir gelebt haben. Und das Licht war da. Aber wir haben es nie verstanden. Wir haben es nicht erfasst. Wir haben trotzdem unser Leben so weiter gelebt. Amen. Wir lesen weiter. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Genauso wie die fünf Dienste. Johannes ist gekommen, um nicht über sich zu bezeugen, nicht über seine Religion zu bezeugen. Er ist gekommen, um die Person zu bezeugen, die erlösen kann. Das Licht, das Leben, unsere Rettung. Weil er kann uns wieder erbauen, er kann uns wieder reparieren, er kann uns aus dieser ganzen Sache rausnehmen, er kann uns reinigen, er kann diese ganzen Sachen, die wodurch wir formatiert wurden, kann er rausnehmen. Also er kann unser Stand wieder auf Null setzen. Deswegen heißt das auch wieder, deswegen heißt das eine Neugeburt oder die Geburt von droben. Wir sind wie neu geboren nach der Begegnung. Wir sind weiter. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jeden? Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seine nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit. Halleluja. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht. Das, was du meintest. Also wir müssen ihn aufnehmen. Aber er ist auch das Wort. Also müssen wir sein Evangelium aufnehmen, so wie es ist. Ob es passt oder nicht. Wenn er sagt, keine Unzucht, okay, keine Unzucht. Wenn er sagt, kein Rassismus, kein Rassismus. Wir müssen es so aufnehmen, wie es ist. Also es gibt keine Erlösung in der Religion. Es gibt keine Erlösung im Islam. Es gibt keine Erlösung in der katholischen Gemeinde. Es gibt keine Erlösung in der evangelischen, in der orthodox und so weiter und so fort. Aber in Joshua, alle, die ihn aufgenommen haben, denen gab er das Anrecht, Kinder Elohim zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ein einziger Name, der uns gegeben wurde, Joshua. Die nicht aus dem Blut, also das Prinzip, wir sind gegangen aus Zwang, weil unsere Eltern uns damals mitgenommen haben, sind wir zur Gemeinde gegangen. Also das ist doch das Blut. Aber nicht die Leute, die ihn angenommen haben, ist nicht wegen, weil deine Eltern beten. Das ist, weil du ihn begegnet hast, weil du, wie du sagtest, er hat dich zu dir angezogen. Was für eine Gnade. Und du hast selbst gesagt, du hast gerade bezeugt, dass du warst gerade voll ja, in der Finsternis am Leben. Du warst mit 100 km/h bist du da reingefahren und in diesem Weg hat der Herr dich zu ihm gezogen. Was für eine Gnade. Liebe Geschwister, wir hassen nicht die Katholiken, nein, aber wir lieben sie umso mehr. Wir hassen nicht die Islamisten, nein, aber wir lieben sie umso mehr. Durch die wahre Liebe, die wir empfangen haben. Aber wir wollen auch euch sagen, dass es gibt keine andere Lösung. Außer Joshua. Und er sagt selbst, die nicht vom Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Elohims geboren sind. Also aus seinem Willen. Wir sind durch ihn neu geboren. Das erinnert mich an Nikodemus. Nikodemus hat man ihm gesagt, okay, was soll ich machen? Du musst neu geboren sein, neu geboren werden. Also dieses Neugeburt musst du durchmachen. Und er hat sich gedacht, hey, der war doch Schriftgelehrter. Er kannte das Gesetz, er hat das Gesetz gelehrt, aber das war was für ihn was Neues. Das ist wie die Leute, die Theologie machen. Nee, aber das war für die was Neues. Wie? Ich muss wieder in den Bauch meiner Mutter gehen. So alt wie ich bin, wie soll das funktionieren? Nein. Das heißt, er hat die himmlische Sache nicht verstanden. Und die himmlische Sachen verstehst du nicht, weil du Theologie gemacht hast. Die himmlische Sachen wirst du nicht verstehen, weil du dich 3 Jahre, 4 Jahre hingesetzt hast und Martin gesagt, wie du dich verhalten sollst. Nein. Aber Paulus hat gesagt, wir lesen Galater 1, Vers 10 und wir enden heute da. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und aha, nicht durch Menschen, ne? Aber er wurde doch gelehrt von Gamaliel. Amen? Also er war auch, er saß auch auf der Bank und hat sozusagen die Theologie gelernt. Weil es gibt mehrere Theologien, es gibt die katholische, es gibt die jüdische, es gibt die islamische und es gibt verschiedene. Und er hat auch gelehrt. Aber er sagt hier, siehst du mal bitte nochmal, Paulus? Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Aha, also das heißt, und Gott. Halleluja. Das heißt, im Prinzip, wie du sagtest, wenn man den Herrn empfängt, muss man die Wecke der Finsternis darstellen, also sich davon trennen, demaskieren. Das hat er hier auch gemacht. Er meinte, ah, Jungs, ihr wisst zwar, ich wurde von Gamaliel gelehrt. Ich habe zwar da gesessen, habe es gelernt, aber was ich heute bin, ist nicht wegen der Theologie, die ich gelernt habe, aber ist, weil der Herr sich an mich offenbart hat. Und er hat mich zu sich angezogen. Und durch ihn bin ich Apostel geworden. Halleluja. Wir lesen weiter. Wir waren noch nicht fertig. Kein Thema. Bist du noch da? Schwester Nicole? Und da bist du auch woanders. Okay. Weiterlesen. Und alle Brüder, die bei mir sind, Vers 2 ist es jetzt. Den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Elohim, unserem Vater und dem Herrn Joshua Maschia, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Elohims und Vaters. Er hat sich für unsere Sünden gegeben. Ich werde es mal ganz klar, also wenn du das nicht wusstest, steht es hier drin, schwarz und weiß. Er hat sich für unsere Sünden gegeben. Er hat uns erlöst. Er hat alles vollbracht am Kreuz. Nur sein Blut konnte uns erkaufen. Nur sein Blut konnte das Herz vom Herrn befriedigen oder wieder zur Freude bringen. Halleluja. Beruhigen. Wir lesen weiter. Dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Jehoshua Maschias berufen hat,
abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Ach so, es gibt keinen anderen? Also es gibt keinen anderen, wurde doch hier gesagt. Steht drin. Es gibt nur ein Evangelium. Amen. Amen. Nur ein Evangelium gibt es. Wir lesen weiter. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Aha, die wollen es umkehren. Ah, kommt, der Herr ist Liebe, der ist Liebe, ihr könnt, die macht, was ihr wollt, du kannst in Unzucht bleiben, der Herr ist Liebe. Nein, einmal gerettet, immer gerettet, stimmt nicht. Und es stimmt auch vor allem nicht, dass wenn du verstorben bist, dass man dann irgendwie Gebete für dich machen kann, das gibt es auch in der katholischen Gemeinde, dann kommst du, die kaufen dich oder die beten für dich, damit du im Himmel. Nein. Nein, es ist jeder sein Ticket, jeder seine Reservierung. Jedem ist es reserviert, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Halleluja. Amen. Solange du lebendig bist, da musst du ihn empfangen. Wir lesen weiter. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündet haben, er sei verflucht. Aha. Also ist die Person, die so ein Evangelium verkündigt, also ein falsches, im Prinzip ist er verflucht. Aber wir suchen doch Segen. Aber wie willst du Segen bei einer Person suchen, die verflucht ist? Weil der Mensch kann nur das geben, was er hat. Oh. Wir müssen aufpassen. Nicht jede Gemeinde ist die Gemeinde Joshuas. Auch wenn sein Name da groß steht. Und wenn die Leute meinen, das sind seine Bilder oder seine Statuen. Vor allem deswegen nicht. Weil davon hat er uns abgehalten. Wir sollen sowas nicht machen. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Mhm. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Mhm. Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Genau, und zwar im Prinzip. Die Wahrheit tut weh, aber die Wahrheit rettet. Und wir sind da, um dem Herrn zu gefallen. Und zwar sind wir nicht da, um euch zu hassen, nein. Aber wir sind da, um euch einfach die Wahrheit zu sagen, denn die Wahrheit befreit. Wenn wir heute frei sind, ist es wegen der Wahrheit. Amen. Weil uns die Wahrheit so gesagt wurde, wie sie ist. Es hat zwar weh getan, aber der Herr kommt und gibt uns wieder den Frieden. Der heilt diese Wunden. Er hat gesagt, es ist das Schwert. Das Wort ist auch das Schwert, hat er gesagt, ne? Um zu trennen Licht von Finsternis. Mhm. Das tut weh, wenn er kommt und das schneidet. Es tut weh, wenn er dich von den Zigaretten trennt. Es tut weh, wenn er dich von der Religion trennt. Es tut weh, wenn er dich vom großen Kranz trennt. Weil du so lange gewöhnt bist. Ja, das war so, meine Eltern haben es gemacht, die Eltern meiner Eltern und die Eltern meiner Eltern. Aber der Herr kommt auf einmal zu mir und trennt mich davon. Ja, was soll ich machen? Was sollen Leute von mir denken? Nein. Du hast den richtigen Weg ausgesucht. Halleluja. Wir lesen weiter, was sagt er danach? Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, noch, sondern durch Offenbarung Jehoshua Mashiach. Halleluja. Das ist nochmal die Bestätigung von dem Ersten. Also nicht durch die Theologie, die er gemacht hat, aber durch die Offenbarung. Und der Herr offenbart sich in seinem Wort. Deswegen heißt das letzte Wort auch die Offenbarung von Joshua Mashiach. Halleluja. Suchen wir den Herrn und er wird sich offenbaren. Suche ihn wahrhaftig und er wird sich auch in deinem Leben offenbaren. Ja, wie gesagt, es gibt wirklich Leute, die sind in der Religion, weil die nichts anderes kennen, aber die sind wirklich, die suchen wirklich den Herrn. Und der Herr wird sich an diese Person offenbaren. Davon bin ich überzeugt. Was hast du getan, damit er sich dir offenbart? Mein Herz geöffnet. So ist das. Aber davor, im Prinzip haben wir nichts dafür getan. Wir haben es. Der ist gekommen. Wie du sagst, er hat uns zu ihm angezogen. Und genauso wird er auch diese Leute zu sich anziehen. Davon bin ich überzeugt. Aber trotzdem sagt die Bibel zu uns, wie der Bruder sagte, wir sollen, wenn wir Licht sind, sollen wir Licht bleiben. Und das bedeutet nicht, dass du die Leute hassen sollst. Nein, es gibt keine Hasspredigt in der Bibel. Der Herr hat gesagt, wir sollen alle lieben. Wir sollen den Herrn lieben. Von unserem ganzen Herzen, von unserem ganzen Verstand, von unserer ganzen Seele, von unserer ganzen Kraft und unsere Nächsten wie uns selbst. Das will der Herr von uns. Halleluja. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zum Schluss sagen wollt. Der sei gelobt. Amen. Amen.
Also mir fällt gerade ein, jetzt auch, ich finde ein perfekter Vorbild, wie eine Bekehrung stattfindet, ist die Bekehrung von Saulus. Jetzt auch im Kontext jetzt mit Johannes 1, dass das Licht, also Jesus war das Licht der Menschen, ja, in ihm war das Leben und das Licht der Menschen. Und auch Paulus, der jetzt diesen Brief des Galaters schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist. Saulus war ein Verfolger der Gemeinde. Saulus war auch ein Religiöser. Saulus sagte auch Halleluja, ging auch in die Synagoge. Und aber dennoch kannte er Gott nicht, bis ihm eines Tages dieses Licht, er wollte die Christen töten, ja, bis ihm dann dieses Licht erleuchtet hat. Und er hat gesagt, Herr, wer bist du? Und dann hat sich Jesus ihm offenbart und hat gesagt, ich bin es, Jesus. Ja, ich bin Jesus. Und dieses Licht kann auch in deinem Leben kommen. Da, wo totale Zerstörung, Finsternis ist, kann der Schöpfer Licht hineinsprechen in deinem Leben und dir die Augen öffnen und dir deine Sicht praktisch verändern, diesen religiösen Geist hinwegnehmen, dir diese Sklaverei wegnehmen und dich zur Freiheit in Christus Jesus bringen. Amen. Amen. Der Herr sei gelobt, sei ermutigt, sei gestärkt und ihm allein gebührt die Ehre, und zwar Joshua. Danke, Joshua. Amen.